Die VR-Planetarien-Anwendung Homestar VR ist für 9,99 € im Oculus Quest Store erschienen und ich werde euch heute in diesem Video meinen persönlichen ersten Eindruck darstellen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zu Oculus Quest, dann abonniert unbedingt die Zockstube und macht das Glöckchen an. So geht ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass ihr kein Video mehr zu Oculus Quest verpasst. Wenn ihr darüber hinaus interessiert seid an Videos zu allen Anwendungen auf der Oculus Quest, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da findet ihr eine Playlist, wo ihr wirklich Videos zu allen Anwendungen auf der Oculus Quest findet, mit meiner persönlichen Meinung, damit ihr euch vor dem Kauf einen Eindruck verschaffen könnt und so kein Geld versenkt für Anwendungen, die euch nicht gefallen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Homestar VR. So, da sind wir auch schon im Ladebildschirm von Homestar VR. Ein Spiel aus dem Jahr 2017 oder eine Anwendung aus dem Jahr 2017 von Sega. Ihr habt hier die Spracheinstellung Englisch und Japanisch. Könnt euch dann aussuchen, was ihr persönlich besser könnt. Bei mir ist es mit Sicherheit Englisch. So, und jetzt habt ihr hier drei verschiedene Möglichkeiten. World Sky, Time Travel, VR Celestial Planetarium und Starry Sky Selection. Die drei Modi gucken wir uns auf jeden Fall an. Vorher möchte ich aber nochmal einen Blick in die Einstellung werfen. Da könnt ihr nochmal die Sprache ändern. Und Play Background... Mein Gott. Play Background Music und Play Surround Effects. Lassen wir mal alles an, weil euch das einen relativ sauberen Eindruck vom Spiel vermittelt. Wir gehen jetzt in die World Sky Time Travel Karteikarte. Use the thumbsticks to rotate the globe. Align your location to the red circle in the center and press A button to confirm. Okay, also wir können... Ja, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Also ihr könnt mit den, egal mit welchem Daumenstick, die Erde drehen, wie ihr wollt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt hier die roten Punkte auszuwählen. Nee, Quatsch. Also ihr habt hier zwar eine Hand, aber irgendwie könnt ihr die so nicht benutzen, sondern ihr müsst den roten Kreis dahin packen. Und dann landen wir da jetzt irgendwann, wenn man den A-Knopf drückt. Und jetzt können wir, da sieht man, ich nehme am 17.06.2020 um 21 Uhr auf. Und jetzt können wir uns von hier aus den Sternenhimmel aus Teheran im Iran angucken. Glaub nicht, dass es da schon dunkel ist, aber es soll ja jetzt einfach nur die Sternbilder verdeutlichen, dass der Drache, Draco wird Drache sein, ne? Dann haben wir da den Löwen. Virgo, ey, die englischen Namen sagen mir gar nichts. Lupus, ist halt. Scorpius? Scorpius ist meiner. Aquila. Ah, schön. So, und wie kommen wir jetzt zurück? Date Settings, Display Settings können wir einstellen. Celestial 4. Ah, okay. So, wir können die Erde ausblenden. Die Planetennamen. Können wir hier denn auch irgendwie was? Nee, ne? Back. Close Menu. Also, ich wüsste jetzt gerade, wie kommt man denn jetzt hier wieder zurück? Date Settings Close, Return to Menu, ist das das? Okay, das ist Return to Menu, alles klar. So, und jetzt könnten wir uns hier von hier aus, aus der Arktis auch mal den Nachthimmel angucken. Und wie ist denn, ah, guck mal, da ist der Mond. Können wir denn jetzt hier irgendwie noch was anwählen oder so? Nee, also der öffnet hier andauernd das Menü, egal welche Taste ich drücke, Leute. Also ich habe hier so den Eindruck, man kann wirklich nur gucken, oder? Also, ja, okay, okay, okay. Herkules, ja, ja, ja. Und ich sag mal, meine persönliche, oder die Konstellation jetzt zu der Zeit ist ja, ich sag mal, weniger relevant, sondern ihr müsst das einfach mal selbst gucken. Ihr wisst jetzt, was ihr in diesem Spiel sehen könnt. Und ihr habt viele verschiedene Orte, wo die Sternkonstellationen simuliert werden. Sogar Hawaii. Hawaii könnt ihr nehmen. Das ist Hawaii, ne? Genau, Hawaii. Und ja, das ist dann quasi die erste Karteikarte. Die World Sky Time Travel. Was haben wir jetzt? VR Celestial
Planetarium. Keine Ahnung, was das ist. Springs. Ah, okay, wir sitzen jetzt. Also, ja, kann ich das hier noch irgendwie. Na, egal. Also, wir können den. Oh, durch das neue Ausrichten habe ich die Anwendung gekillt. Kann das sein? Hallo? Ah, da sind wir wieder. Spring Sky, Summer Sky, Fall Sky, Full Celestial Classic Planetary Mode. Machen wir mal Summer Sky. Und jetzt sind wir hier in einem Planetarium, oder wie? In this VR Celestial Tour, I will show you the summer. Ach, so eine Himmelstour. Summer days with a cool breeze at night. On these refreshing evenings, it's great to look up at the stars. Let's take a walk out in the starry sky. Gehen wir in den Sternenhimmel. Let's first visit the Summer Triangle. Oh, hier sind so ein paar Sterne. Do you know where it is? Summer Triangle. That's ah, da wird right. Man, ach, da wird man schön geführt. Habe ich noch nie gehört. Vega, Deneb und Altair. Triangle, which includes the three stars, Cygnus's Deneb, Lyra's Vega, and Aquila's Altair. Let's start our summer tour with this great triangle of the Milky Way. First up is Cygnus. The myths ja, tell us das macht schon mehr Sinn und das ist hier schon spannender. Für viele von euch wäre natürlich jetzt eine deutsche Sprachfassung perfekt, aber das, ich finde das Englisch jetzt relativ verständlich, aber bei vielen Begriffen so, die die Sternkonstellation betreffen, da weiß man natürlich auch nicht, ist das jetzt ein Name oder ist das ein englischer Begriff, den man nicht verstanden hat. Lyra ist the harp of Orpheus. The most accomplished musician. He wanted to use his music to return his dead wife to this world, and he had to meet Hades. Also hier empfehle ich euch echt, legt euch hin. Das ist hier. And Orpheus died of sorrow. Also dieses steil hochgucken, das ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das nicht gut abkann. Mal ist das okay, aber hier muss man die ganze Zeit. Also am besten so ein auf der Couch, so ein bisschen Chili-Milli oder in so einem Bürostuhl, so ein bisschen zurücklehnen, das reicht auch schon. Aquila is the form of Zeus as he flies through the sky as a great eagle. Zeus flies above the ground in this form to watch over the world. The myth says that it was in this eagle form that Zeus brought Ganymede, the young boy of the constellation of Aquarius, to the land of the gods. Okay. Next explanation, also ihr könnt dann quasi immer so ein bisschen skippen. Wir gehen jetzt mal zurück zum Menü. Und ja, wie gesagt, ihr habt hier nicht nur die Möglichkeit, den Summer Sky, Spring Sky, Fall Sky, Winter Sky. Was ist denn Full Celestial Planetarium? Machen wir damit nochmal Winter Sky. Heißt das dann, ist es auch unter uns? Ja, okay. Das heißt, ihr seid nicht mehr in den Sitzen, sondern es ist wirklich um euch komplett rum. Das ist geil. Constellations. The cold air of winter is crisp and clean and the stars look particularly beautiful, don't you think? One of the features of the winter sky is the great number of bright stars. Let's take a walk out in the starry sky. Ist immer der sternige Himmel hier, ne? Starry Sky. Orion. Wo müssen wir hingucken? Orion is a legendary hunter from Greek mythology. Oh, wo? This constellation is famous for the three stars that make up his belt. Okay, wird noch nicht eingeblendet. Can you find Orion? Orion. That's right. Ah, da. The stars that spread out in all four directions is Orion. Legend says that Orion was a great hunter. It is said that Canis Major is Orion's hunting dog. I bet he was a very brave and happy hound. But man da alles reindeuten kann, was soll das? Violent. The gods created a scorpion to kill Orion. Ja, hier, Skorpion. Orion tried to stamp on the scorpion, but the scorpion stung. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Menü. Und ihr habt, glaube ich, jetzt auch von diesem Modus eine gute Vorstellung. Ihr habt alle Jahreszeiten
die ihr wählen könnt und dann sogar mit diesem Rundum, mit dieser Rundum-Sternsicht, wie wir es jetzt haben, also sehr, sehr stark. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Starry Sky Selection. Hier kann man anscheinend auch was freizocken. Was ist denn Matterhorn? Okay, okay. Switzerland. Schöne Grüße an den Zitronenarzt. Ja, grafisch ist das jetzt hier gerade. Müssen wir nicht drüber reden. Ist nicht so dölle, aber kommt trotzdem rüber. Ja, und dann könnt ihr jetzt hier einfach abchillen. Aber der Himmel, das ist ja halt deutlich beschleunigt, damit man den Sternverlauf sieht. Ja. Ganz nett, das ist Matterhorn. Spiegelt sich sehr schön im See. Ich war da noch nie, deswegen weiß ich nicht ganz, ob es den Ort, wo wir jetzt gerade stehen, wirklich gibt. Oder das einfach nur mit dem See so in Szene gesetzt sein soll. Wenn ihr da schon mal wart, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Sieht es da wirklich so aus? Ich habe echt auch kein Bild im Kopf. Ja, schön, das ist Matterhorn. Speed Settings könnt ihr hier noch machen. Also mal gucken. Speed Settings ist 100-fach. Machen wir mal 500-fach. Wow. Also 500-fach geht ab, Leute. Ist halt richtig Highspeed, ne? Okay. Dann gehen wir zurück zum Menü und gucken mal, wo können wir denn noch hin? Lake Tekapo, Easter Islands. Sehr cool, neben diesen Figuren da. Ja, auf der Insel gibt es ja wohl gar keinen einzigen Baum mehr, ne? Ist blöd. Weil die sind auch so fernab von anderen Inseln, dass keine richtigen Samen mehr da sind. Habe ich zumindest letztens in der Reportage gesehen. Haben echt ein Problem, die Jungs dort. Aber dafür haben diese schönen Statuen überall auf der Insel rumstehen. Ja, dann könnt ihr euch das von den Osterinseln ansehen. Und zum Schluss gucken wir uns nochmal den Lake. Ich weiß jetzt nicht, wie man die restlichen freispielen kann, aber wir gucken uns jetzt nochmal den Lake Tekapo an. Ah, das sieht so ein bisschen. Oh. Wie nennt man das sonst? Das ist Infinity Pool bei einem Hotel. Das ist ein Infinity Lake. Der so erste Infinity Lake on Earth mit supergeiler Sternsicht. Ja, schön umgesetzt, aufs Wesentliche fokussiert, kein Schnickschnack. Also das ist hier schon das Größte an Schnickschnack, das Planetarium, ganz cool. Und ich gehe jetzt mal ins Menü, um für euch so ein bisschen zum Fazit auszuholen. Hier kann man anscheinend, ich weiß gar nicht, ob man sich da mal so eine komplette Schleife durchgucken kann, muss, um die Locations frei zu spielen. Das kann ich euch leider nicht sagen, aber da kommt auf jeden Fall noch mehr. Und das ist Homestar VR, also wirklich der Fokus ganz stark auf den Sternenhimmel gelegt. Und ich muss sagen, diese Anwendung lebt, glaube ich, hier von dem Planetarium, ehrlich gesagt. Das fand ich richtig, richtig cool, mal zuzuhören, was die Dame da erzählt. Und davon kann man sich die vier Touren mal geben. Wen natürlich so ein bisschen Freestyle-Gucken interessiert, für den ist die World Sky Time Travel was. Und hier könnt ihr an wahrscheinlich echten, nachempfundenen Orten ein bisschen abhängen und euch den Sternenhimmel angucken. Das Ganze gibt es für 9,99 €. Ja, weiß ich jetzt nicht. Finde ich ja, 9,99 € ist allgemein nicht viel. Wäre auch nicht schlecht, wenn die 4,99 € kosten würde, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Und ich finde die Anwendung jetzt nicht groß überteuert. Es ist eine Experience, da muss man, die man mehrere Male auch sich anschauen muss. Es ist optisch nicht sehr beeindruckend. Ich finde auch die Sterne, ah, da ist der große Wagen. Ja, die Sterne, ja, das sind halt flackernde Punkte, ne? Das ist der Mond. Es ist jetzt so, ja, es ist in Ordnung. Es ist so, dass es rüberkommt, aber es ist jetzt, erwartet da keine Bombengrafik.
Und ja, das bietet das Spiel. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt auf eure Meinung. Wie findet ihr denn Homestar VR? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr den Spielumfang findet im Verhältnis zum Preis und was aus eurer Sicht hier bei der Anwendung die Stärke ist und worauf ihr euch als erstes stürzen würdet. Ich bin total gespannt auf eure Meinung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir doch bitte ein Däumchen nach oben. Das war mein erster Eindruck zur Planetarien-Anwendung Homestar VR auf der Oculus Quest. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zur Oculus Quest, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. So entgeht euch garantiert kein Video mehr zur Oculus Quest. Darüber hinaus kann ich euch wärmstens diese Playlist empfehlen. Da findet ihr Videos zu wirklich allen Anwendungen auf der Oculus Quest, damit ihr euch perfekten ersten Eindruck verschaffen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke an meine Unterstützer. Macht's gut und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute.